Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pay2Lose und begrüße euch zu meinem Video. Dies ist der Start vom Digimon-Dienstag. Wieso? Weil das neue Digimon Trading Card Game in den Startlöchern steht? Ich mir viel davon erhoffe. Was wird hier behandelt? Es sind noch insgesamt 3 Wochen bis zum Vorverkauf. Das Spiel startet offiziell erst im Januar. Ende November beginnt der Vorverkauf, wo vielleicht auch schon ein paar Events stattfinden. Und ich möchte so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam machen, damit dieses Spiel hier einfach gut Fuß fasst. Ich spiele unheimlich gerne TCGs. Und dieses Spiel interessiert mich einfach sehr und ich hoffe einfach, dass es hier angenommen wird. Heute geht es um die Karten und das Spiel als solches. Die darauffolgenden Wochen nehmen wir die Farben und deren Spielweise etwas genauer unter die Lupe. Und ab Release gibt es dann Unboxing-Videos und Gameplays. Lange Rede, doch nun geht es los. Was ist das Ziel des Spiels? Vereinfacht gesagt, ist es, mit einem meiner Digimon einen direkten Treffer bei meinem Gegner zu landen. Wie genau mache ich das? Mit der Hilfe der verschiedenen Karten, die wir zur Verfügung haben. Es gibt einmal Digi-Egg-Karten, Digimon-Karten, Tamer-Karten und Optionskarten oder Option-Cards. Bitte seid nicht verwirrt, ich versuche hier direkt die englischen Begriffe zu nehmen, damit man, das Spiel wird wahrscheinlich nicht auf Deutsch erscheinen, deswegen sollte man sich mit den englischen Begriffen halt vertraut machen. Es kann mir aber auch schon mal passieren, dass ich das Ganze einfach halte, damit es halt für den Anfänger, für denjenigen, der sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, etwas einfacher zu verstehen ist. Deswegen bitte nicht verwirrt sein. Ich gucke, dass ich bei einem Begriff bleibe, kann aber nicht versprechen, dass das funktioniert. Wir gucken uns jetzt als allererstes mal die einzelnen Karten an und wir fangen an mit dem Digi-Egg. Wir beginnen hier einfach mal mit Koromon. Wie man sieht, über dem Bild steht Digi-Egg. Es zeigt halt an, dass es eine besondere Karte ist. Diese Digi-Egg-Karten werden auch besonders behandelt. Die kommen sozusagen in ein separates Deck, aber dazu kommen wir später noch. Unter dem Artwork selber sieht man halt einmal auf der linken Seite das Level des Digimons. Alle Digi-Eggs sind Level 2. Dann rechts neben sieht man den Namen. Dann ganz rechts außen sieht man halt noch einmal, aus welchem Set dieses Digimon stammt. Das ST1 wäre hier das Starterdeck 1. Das ist in dem Starterdeck, in dem roten Starterdeck zu erhalten. Darunter sieht man nochmal das, ja, wie soll man das nennen, Typ, Besonderheiten, Charakteristiken. Hier wäre das In Training, das wäre halt das Ausbildungslevel. Und daneben steht noch Lesser, das ist nochmal so eine Art Charakterisierung des Digimons. Den Skill da unten, den ist halt, den kann es vererben, dazu kommen wir aber auch noch später bei anderen Karten. Was hier sonst noch auffällt, ist, dass dieses Digimon keine Kraft hat, keine Digipower. Das liegt daran, dass diese Digimon nicht zum Kämpfen da sind. Kommen wir als nächstes zu den Digimon-Karten. Ich habe hier Garudamon ausgewählt, da Garudamon alles hat, was man eigentlich zu den Karten sagen kann und ich sag mal jede Besonderheit aufweist. Fangen wir halt einmal ganz oben an. Ganz oben sehen wir hier, dass es kein Digi-Egg ist, sondern ein Digimon. Das heißt, wie schon gesagt, die Digi-Eggs werden anders behandelt. Das hier sind die regulären Digimon-Karten. Rechts daneben, abgekürzt mit DP, ist die Kraft dieses Digimons. Das wäre in dem Fall 7000. Wenn ein Digimon gegen ein anderes kämpft, gewinnt natürlich das mit der höheren Zahl. Logisch. Ganz links sehen wir oben die Playcost. Das sind die Kosten, die ich aufbringen muss, um dieses Digimon einfach so zu spielen, wie ich es jetzt auf der Hand habe. Das heißt, ich muss es nicht durchdigitieren, ich kann es einfach auch direkt spielen. Darunter sehen wir jetzt die Digivolve-Kost. Das sind die Kosten, die ich habe, um das Digimon auf ein anderes zu digitieren. Oder entwickeln, kann man glaube ich auch sagen, damit man eine eher Vorstellung hat. Ich sehe hier, dass ich einmal ein Level 4 Digimon brauche, dass es mich 3 Energie kostet, beziehungsweise 3 Memory, wie es in diesem Spiel ist, und dass es nur auf ein rotes geht. Prinzipiell lässt sich sagen, es kann nur ein Digimon digitieren, was von der gleichen Farbe ist. Das heißt rot auf rot, blau auf blau, gelb auf gelb, so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, aber zu denen kommen wir auch später und die sind auch recht einfach. Also das hier sind halt die Kosten oder die Bedingungen, wie ich ein Digimon digitieren kann. So, darunter sehen wir einmal oberhalb des Namens, sehen wir einen Effekt. Das ist ein Effekt, den dieses Digimon hat. Das ist wichtig, da das unten nicht zu verwechseln ist mit dem Inherited Skill, Inherited Effect. Hier oben einfach gesagt, dieser Effekt tritt einfach ein, wenn dieses Digimon etwas macht, sei es, wenn es angreift, wie in diesem Fall, sei es, wenn es digitiert oder sonst irgendetwas. Auf den Effekt selber gehe ich nicht nochmal ein, da ich ja vorhabe, noch andere Videos zu machen, wo wir auf die Farben eingehen. Da werden wir auch die einzelnen Skills und Besonderheiten davon nochmal besprechen. So. Darunter sehen wir einmal groß Garudamon, der Name des Digimons. Links daneben das Level, das hier ist ein Level 5 Digimon. Weswegen wir es zum Beispiel auch oben, wenn wir nochmal bei der Digivolve-Kost gucken, nur auf ein Level 4 Digimon digitieren können. Rechts daneben ist eigentlich alles gleich geblieben wie auch bei Koromon. Man sieht hier halt, aus welchem Set das ist. Das wäre jetzt das erste Set. Die 22. Karte, Status bzw. die Seltenheit. Darunter sehen wir dann halt noch, wie das Level heißt, auf dem sich das Digimon befindet.
wie man es halt aus der Serie kennt, in dem Fall Ultimate auf dem Ultra-Level. Das könnte aber auch bei anderen Champions sein, könnte Rookie sein, könnte Mega sein. Daneben sehen wir den Typ, das hier wäre in dem Fall Serum und die Besonderheit, das ist halt ein Birdkin ist in dem Fall. Man weiß noch nicht ganz genau, ich glaube, es gibt keine Effekte, die darauf wirklich eingehen am Anfang, aber es wird mit Sicherheit noch kommen. Und jetzt kommen wir halt zu der zweiten Besonderheit dieser Karte, und zwar haben wir unten den Inherited-Effekt. Das ist ein Skill, der nicht für dieses Digimon gilt, sondern nur, wenn ein anderes Digimon drauf digitiert wurde. Das ist sozusagen ein vererbter Skill, der an das nächste Digimon weitergehen wird. Also wir sagen jetzt einfach mal, ich hätte das Garudamon im Spiel und digitiere es zu Phoenixmon, die nächsthöhere Stufe, Mega-Level. Dann hätte Phoenixmon hätte diesen Effekt da unten. Your turn, when this Digimon is blocked, trigger, draw one card. So, dieser Effekt wird halt vererbt. Das haben wir auch eben bei Koromon gesehen. Deswegen habe ich auch das Garudamon genommen, weil es wie gesagt eben beides hat. Das kann man schön unterscheiden. Also oberhalb des Namens als Faustregel gilt für das jetzige Digimon. Unterhalb des Namens gilt für das nächste Digimon. Kommen wir jetzt noch zu der Besonderheit, von der ich eben gesprochen habe. Also um das Digimon zu digitieren, muss ich diese Kosten hier erfüllen. Es gibt aber auch Digimon, die halt mehrere Bedingungen haben. Ich habe hier als Beispiel einfach mal Omnimon ausgewählt. Wie man sieht, sind da zwei. Wir sehen einmal, sind sie in dem Sinne gleich. Ich brauche halt ein Level 6 Digimon. Es kostet mich 6 Memory, das Digimon zu digitieren. Allerdings habe ich einmal blau und einmal rot. Wenn ein Digimon mehr als eine Digitationsbedingung hat, muss nur eine davon erfüllt werden. Das heißt, ich könnte mir jetzt aussuchen, ob ich das auf ein rotes Digimon digitiere oder auf ein blaues Digimon. Das wäre es eigentlich soweit zu den Digimon-Karten selber. Kommen wir als nächstes zu den Tamer-Cards. Tamer-Cards sind keine in dem Sinne richtigen Digimon-Karten, sondern sie sind auf dem Feld und geben meinem Team, meinem Digimon, nützliche Effekte. Wir sehen hier einmal oben steht halt Tamer. Die haben natürlich auch eine Kosten, die wir zahlen müssen. In dem Fall wäre es halt 4. Und wir haben hier halt auch wieder zwei verschiedene Effekte. Einmal oberhalb des Namens, in dem Fall Tai Kamiya. sieht man halt einmal den oberen Effekt. Start of your turn, if you have 2 or less memories, set your memory to 3. Your turn of your red Digimon with 4 or more Digivolution card gain security attack plus 1. Das ist ein Effekt, den dieser Thema sozusagen hat, wenn er im Spiel ist. Das heißt, wenn meine Runde anfängt, wie es hier gesagt ist, haben meine Digimon diesen Effekt, beziehungsweise dieser Effekt tritt in Kraft. Jetzt kommt die, ich nenne es mal Besonderheit. Wir haben unten noch einen Security-Effekt, der unterhalb des Namens steht. Security kommen wir noch später zu. Wenn diese Karte aus dem Security-Pile aufgedeckt wird, wird dieser Effekt ausgeführt. In dem Fall wäre es halt, wenn ich im Security-Check diesen Thema aufdecke, triggert der Effekt, play this card without paying its memory cost. So. Security-Check und so etwas alles kommen wir gleich noch zu, aber das sind halt auch wieder zwei Effekte, die unterschiedlich ausgeführt werden. Kommen wir zur vierten und zur letzten Kartengattung und das sind die Option-Cards. Option-Cards sind den Tamer-Cards sehr ähnlich. Wir sehen einmal ganz oben, da steht Option, damit wir wissen, um welche Karte es sich handelt. Oben links steht wie bei jeder Karte die Kosten, die ich zahlen muss, um diese Karte auszuspielen. Unter dem Artwork ist der Effekt. Hier steht Main, weil ich die nur in meiner Main-Phase spielen kann, kommen wir auch noch gleich zu. Und hier steht Delete one of your opponent's Digimon. Darunter steht der Name Gaia Force und dann da rechts daneben auch wieder, wo diese Karte herkommt, Starterdeck 1 in dem Fall wieder. Gleich wie die Tamer haben wir auch hier unten den Security-Effekt. Wenn diese Karte im Security-Check aufgedeckt wird, triggert dieser Effekt. Security activate this card's Main-Effekt. Das heißt, ohne Kosten zu zahlen, kann ich diesen Effekt spielen. Wie gesagt, wir kommen gleich dazu, was der Security-Effekt ist. Option-Cards werden ausgespielt, der Effekt triggert, resolved, wie auch immer man es nennen möchte, und kommen dann auf den Ablagestapel. Sie haben halt nützliche Effekte, die meine Spielweise verstärken können. Das waren jetzt einfach mal so zur Einführung die vier verschiedenen Kartenarten. Gucken wir uns das Ganze mal sozusagen in der Praxis an, wie das denn in einem Spiel bzw. in einer Runde aussehen würde. Hier sehen wir einmal, wie ein typisches Spielfeld aussieht. Unten rechts sieht man auch nochmal als Übersicht sozusagen, wie die Phasen sind. Und wir gehen eigentlich direkt mal darauf an. Wir haben einmal unser Deck Area oben rechts. Hier kommt das Deck hin. Trash ist der Discard-File oder der Ablagestapel bzw. oder Müll. In dem Fall wird es Trash genannt, weil Digimon sind halt Daten, Trash-Bin und sowas und so weiter.
In der Mitte haben wir das Battle Area. Hier kommen alle meine Digimon Tamer Karten hin und sonst irgendetwas. Prinzipiell ist der Platz hier auch unlimitiert. Ich kann so viele Digimon und Tamer im Spiel haben, wie es mein Deck zulässt. Oben links haben wir den Security Stack. Security Stack, das sind unsere Leben. Wie schon gesagt, wir wollen einen direkten Treffer beim Gegner landen und natürlich wollen wir, dass wir einen direkten Treffer abkriegen. Das sind unsere Leben und sobald dieser Stack weg ist und, der Angriff auf uns gehen würde und wir den einmal abkriegen, haben wir verloren. Unten links sehen wir noch das Breeding Area, wo auch das Digi-Egg Deck hinkommt. Dieses ist optional und wird halt auch noch gleich weiter von mir behandelt. Was brauchen wir jetzt also zum Spielen? Einmal brauchen wir ein 60-Karten-Deck, bestehend aus Tamer-Cards, Digimon-Cards und Option-Cards. Jede Karte darf in diesem Fall maximal viermal drin sein, beziehungsweise viermal die gleiche Karte. Hier nicht zu erkennen am Namen, sondern an der Nummer. Das heißt, prinzipiell könnte ich mein 60-Karten-Deck auch mit 60 verschiedenen Argumons füllen, beziehungsweise mit 15 mal 4 verschiedenen Argumons. Ist die Frage, ob das sinnvoll wäre, aber hier geht es wirklich nach der Nummer. Das finde ich wirklich sehr schön, da man sich hier dann sozusagen nur ein Namen merken muss, nicht wie bei anderen Kartenspielen, wie zum Beispiel Dragon Ball, wo es dann als Beispiel Vegeta gibt und es gibt 1000 Zusätze und die muss man sich halt merken. In dem Fall ist es einfach, Argumon ist Argumon, egal aus welchem Set es kommt. Neben dem Kartendeck haben wir noch optional das Digi-Egg-Deck. In den offiziellen Regeln steht, dieses Deck besteht aus 1 bis 5 Karten. Da es optional ist, würde ich persönlich sagen 0 bis 5. Ist aber dann wieder Auslegungssache. Dieses Deck ist separat von meinem 60-Karten-Deck und kommt dann hier unten ins Breeding Area. Wie der genau behandelt wird, da kommen wir gleich noch zu. Und am Ende brauche ich noch ein Memory Gauge. Memory Gauge ist hier die interessante Sache, finde ich, an diesem Spiel. Da wir hier nicht wie bei Pokémon Energiekarten brauchen, wie bei Magic Lander oder wie bei Dragon Ball eine Karte als Energy chargen müssen. Hier haben wir dann einfach dieses Memory. Ich hoffe, dass ich das auch gut rüberbringen kann, wie dieses Memory Gauge funktioniert. Da kommen wir aber gleich zu und ich tue mein Bestes, um euch das zu erklären. So, wie beginnen wir jetzt also, nachdem wir alles zusammen haben, was wir zum Spiel brauchen? Wir fangen an und nehmen unser Deck, mischen es natürlich gut und legen es auf unser Deck Area, hier oben rechts. Wenn wir haben, nehmen wir danach unser Digi-Egg Deck, mischen dies ebenfalls und legen es in das Digi-Egg Area bzw. in das Breeding Area, das wäre dann hier unten links. Wie man sieht, haben diese Karten auch verschiedene Rückseiten, sind zwar optisch sehr schön zu erkennen, ich würde aber vorschlagen, damit man es ja besser auseinanderhalten kann, da man sowieso später Höhlen nimmt, auch verschiedene Höhlen zu nehmen, damit es gar nicht erst passiert, dass die Digi-Egg-Karte im normalen Deck landet oder umgekehrt, einfach nur um Probleme zu vermeiden. So, was machen wir danach? Danach nehmen wir die fünf obersten Karten verdeckt und legen sie auf das Security Area bzw. auf den Security Stack. Das heißt, wir würden die jetzt nehmen 1, 2, 3, 4, 5. Diese Karten sind, wie schon gesagt, unser Leben und wir wollen natürlich verhindern, dass diese weniger werden. Mit jedem Angriff geht davon in der Regel mindestens einer weg. Es gibt natürlich Effekte, die das erhöhen oder verringern. Kommen wir in späteren Videos zu. Aber prinzipiell kann man, glaube ich, als Faustregel sagen, 5 Angriffe sind 5 unserer Security Stacks weg und wenn wir dann den 6. Angriff kriegen, wenn wir keine Karte mehr im Security Stack haben und dieser Angriff uns trifft, haben wir verloren. Umgekehrt ist natürlich unser Ziel, vorher die Security Cards des Gegners wegzukriegen und ihn einmal direkt anzugreifen. So, wenn wir das haben, wenn wir das dann haben, brauchen wir eigentlich nicht mehr viel. Wir brauchen nur noch, wie gesagt, das Memory Gauge. Das ist dieses hier. Beide Spieler teilen sich das, wie man sieht. Und das sind, wie gesagt, unsere Kosten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kost von 2 habe, muss ich hier den Counter um 2 nach links verschieben, beziehungsweise nach rechts, je nachdem, auf welcher Seite ich gerade spiele. Das finde ich halt sehr, sehr interessant, dass beide Spieler sich das zusammen teilen und man sozusagen die Energie des Gegners ja, beeinflussen kann, manipulieren kann. So, nachdem wir das alles gemacht haben, wie geht es dann weiter? Jeder Spieler zieht jetzt 5 Karten, das ist seine Starthand. Laut Regeln gibt es bis jetzt noch keine Möglichkeit, dass man nochmal die Karten reinmischt, wenn einem die Starthand nicht gefällt, sondern man muss nehmen, was man kriegt. Ich weiß nicht ganz, ob das gut oder schlecht ist, aber wir werden halt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und danach wird halt noch entschieden, wer anfängt. Laut Regeln, Schere, Stein, Papier, der Gewinner muss anfangen. Also wirklich, der Gewinner muss anfangen, er kann sich das nicht aussuchen. Ich schätze mal, in der Praxis wird das nicht unbedingt Schere, Stein, Papier sein, sondern wieder mit einem Würfel. Die höhere Zahl gewinnt oder gerade und ungerade. Da wird man sich bestimmt was einfallen lassen. Nachdem man das geklärt hat, wird der Memory Gauge auf 0 gestellt und der erste Spieler beginnt mit seiner Runde.
So, dann sieht man hier unten rechts natürlich, wie die Runden aufgebaut sind. Die laufen immer gleich ab. Als erstes haben wir die Unsuspend Phase. Danach kommt die Breeding Phase. Breeding sage ich schon, nee. Danach kommt die, Entschuldigung, als erstes kommt die Unsuspend Phase, als zweites kommt die Draw Phase, als drittes kommt die Breeding Phase und als viertes kommt die Main Phase. Und wie genau diese Phasen aufgebaut sind und was man da machen kann, dazu kommen wir dann jetzt. Wie gesagt, Runden fangen immer gleich an und haben immer den gleichen Ablauf. Als erstes haben wir die Unsuspend Phase. Unsuspend Phase bedeutet, ich enttappe alle meine Digimon. Ich denke mal, das wird auch der reguläre Begriff sein, den wir uns um die Ohren hauen werden. Aber prinzipiell, was ist damit gemeint? Wenn ein Digimon getappt ist, liegt es halt seitlich. Das zeigt halt, dass diese Karte benutzt wurde, dass das Digimon angegriffen hat oder sonst irgendetwas. Und wenn ich es halt unsuspende, geht es wieder in den Active Mode. Das wäre dann so. Das Digimon steht sozusagen wieder gerade da. Da wir davon ausgehen, dass wir die erste Runde haben oder gerade erst beginnen, haben wir das natürlich nicht. Diese Runde oder diese Phase wird dann sozusagen absolviert und ist recht schnell durch. Danach kommen wir in die Draw Phase. Hier zieht man zu jedem Rundenbeginn eine Karte. Der Spieler, der als erstes anfängt, zieht hier keine Karte. Das ist sozusagen die Strafe, die man dann hat. Danach kommt halt die Breeding Phase. In der Breeding Phase kümmern wir uns um unser Digi-Egg Deck im Breeding Area. Einmal pro, oder ich habe hier drei Optionen, die ich halt durchführen kann. Das erste ist, wenn ich kein Digimon da drin habe, kann ich eins sozusagen ausbrüten. Das wäre dann so, ich habe dann hier mein Koromon liegen. Besonderheit hier ist, dass ich eine dieser Optionen nur einmal pro Runde machen kann. Das heißt, ich kann nicht nacheinander abarbeiten. Meine zweite Möglichkeit ist, ich kann ein Digimon aus dem Breeding Area ins Battle Area bringen. Das funktioniert allerdings nur, wenn das Digimon, das dort drin ist, Level 3 oder höher ist. Ja, und das heißt, mein Digimon muss sozusagen auf dem Rookie-Level sein, damit es da rauskommt. Und die letzte Option ist, ich kann auch einfach nichts machen. Ich kann das einfach so lassen, wie es ist. Aber ich kann nur eins von den Sachen machen. Das heißt, ich kann nicht zum Beispiel Koromon digitieren, kann es danach in das Battle Area bringen und kann danach ein neues machen. Nein, das heißt, wenn ich ein Digimon da raushole ins Battle Area, muss ich bis zur nächsten Runde warten, bis ich das nächste Ei ausbrüten kann. So, das war die dritte Phase. Und dann kommt als letztes und viertes die Main Phase. Im Main Phase hier passiert eigentlich das meiste. Und hier kann ich eigentlich, je nachdem wie viel Energie bzw. Memory ich habe, so viele dieser Optionen machen, wie ich will. Hier kann ich einmal Digimon beschwören, Digimon Summoning nennt man das. Ich kann sie digitieren lassen, ich kann Tamers spielen, also die Tamer-Karten kann ich hier ausspielen und ich kann Option-Cards spielen. Und natürlich zu guter Letzt kann ich auch noch angreifen. Wir gucken jetzt nochmal genauer an, was man in jeder dieser Phasen machen kann und was die Besonderheiten sind. So, wie gesagt, wir können jedes dieser Sachen so oft machen, wie wir wollen, solange wir genug Memory dafür haben. Wir fangen damit an, wir könnten natürlich einen Tamer spielen. Tamer, ich würde den persönlich hier unten hin tun, da er ja nicht direkt angreifen kann, aber halt mit im Kampf geschehen ist. Die spielen wir aus, sie sind dann da und geben uns die gesagten Effekte, die da draufstehen. So, dann, was wir natürlich noch machen können und was, finde ich, eine sehr, sehr interessante Option in diesem Spiel ist, wir können so oft digitieren, wie wir wollen und können. Digitieren heißt, ja wie eben schon gesagt, ich muss die Kosten erfüllen und kann ein Digimon auf das andere legen. Als Beispiel, wir nehmen hier einfach mal Agumon, das digitieren wir auf Koromon. Wir sehen, wir brauchen dafür ein Level 2 Digimon, es muss rot sein und es kostet uns halt nichts, im Gegensatz zu den drei, wenn wir dieses Digimon einfach so von der Hand spielen würden. Warum ist das so besonders? Nun einmal, wie man unten sieht, den Inherited-Effekt wird halt übertragen auf Agumon. Was aber noch hinzukommt, wenn ich ein Digimon von der Hand digitiere, ziehe ich eine Karte nach. Das heißt, ich werde hier in zwei Art und Weisen belohnt, wenn ich das Spiel sozusagen richtig spiele und digitiere. Erst einmal werden meine Digimon stärker und es ist günstiger für mich, diese Digimon so auszuspielen. Zum anderen ziehe ich aber Handkarten nach und naja, in den meisten Karten spielen die größere Hand gewinnt. Das ist also eine sehr, sehr wichtige Ressource. So, das kann ich wie gesagt so oft machen, wie ich lustig bin, wie ich genug Memory habe. Was ich dann natürlich noch machen kann, ich kann einfach so ein Digimon von meiner Hand spielen. Nehmen wir mal an, wir hätten hier Garudamon gespielt, 7 Kosten dafür gezahlt, dementsprechend hat es natürlich keine weiteren Effekte und ein Digimon, was ich von der Hand spiele, was ich diese Runde sozusagen beschwöre, kann in der gleichen Runde nicht angreifen. Digitieren ist da anders, Digitieren ist ein anderes Spiel und das Digimon kann dann auch angreifen. Ich glaube, am einfachsten kann man sich das, wenn man kennt Magic mit Summon and Sickness, kann man sich das, glaube ich, ganz gut vergleichen. So, diese Sachen können wir halt alles machen. Und wie gesagt, wie funktioniert das mit den Kosten? Wenn wir halt anfangen,
steht, oder der erste Spieler hat seinen Memory Gauge unten, oder unten sage ich schon, oben auf 0 stehen. Und wenn ich dann eine Aktion ausführe, nehmen wir einfach mal an, wir spielen den Tamer, würde ich jetzt 4 Schritte zum Gegner hingehen. Das heißt, ich würde auf die orange Seite gehen mit dem Zähler, wäre dann bei 1, 2, 3, 4. So, dann wäre meine Runde beendet, weil ich halt über die 0 hinausgekommen bin. Mein Gegner fängt an, mein Gegner hat 4 Memory zur Verfügung. Das heißt, er kann alles machen, bis er quasi über die 0 auf die 1 wieder bei mir kommt. So funktioniert das Ganze. Deswegen, wie gesagt, finde ich es halt interessant, dass das Ganze ja halt durch mich mit beeinflussbar wird. Das heißt, ich kann meinem Gegner viel Energie geben oder wenig Energie geben. Was hier noch gesagt sei, der Memory Gauge kann nicht 10 überschreiten. Das heißt, wenn ich eine Aktion ausführen machen wollen würde, sei es ein Digimon spielen oder eine Optionskarte, die dafür sorgen würde, dass das über 10 hinausgeht, kann ich das nicht machen. Ich glaube, das einfachste Beispiel, was man hier machen kann, ist, ich würde gerne eine Karte ausspielen, die mich 13 Memory kostet. So, wir gehen, um 13 auszuspielen. Das Memory Gauge geht nicht über 10 hinaus. Das heißt, wenn ich etwas mit 13 ausspielen möchte, muss der Zähler bei mir bei 3 sein. Dann kann ich es ausspielen, dann gehen wir nämlich 3 runter, sind auf 0. 13 weniger 3 sind 10 und dann habe ich noch 10 zur Verfügung, bin beim Gegner bei 10 und kann das Ganze ausspielen. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Das heißt, ich muss einmal gucken, dass ich meinem Gegner nicht zu viel Energie gebe. Auf der anderen Seite aber auch mit meiner Memory echt gut haushalten. Das Ganze wird, ja, ich bin mal echt gespannt, wie das in der Theorie wird, da da echt viele Vorteile sind. So zum Beispiel am Anfang, nur mal kurz, um ein bisschen drauf zu gehen, gehen wir mal davon aus, wir wären jetzt in der ersten Runde. Wir haben bei 0 angefangen und hätten wirklich Rudermann von der Hand gespielt. So, das klingt jetzt erstmal krass. Boah, wir haben unserem Gegner 7 Memory gegeben. Das ist ja voll krass. So, jetzt versetzen wir uns aber in seine Lage hinein. Er fängt erst nach uns dran. So, was kann er großartig machen? Er hat 7, ja. Aber er hat ja selber noch nichts auf dem Feld, womit er großartig was machen kann. Das heißt, am Anfang kann ich damit, wie soll man sagen, aggressiv spielen, kann große Sachen spielen. Und später kommt es wirklich auf jedes Memory an, was man hat. Das ist echt schon interessant. Kurz noch dazu gesagt, wenn wir gerade eh schon beim Thema sind, wann endet die Runde? Entweder wenn ich sage, dass ich meine Runde beenden möchte. Das hat auch wieder einen taktischen, ich sag mal, Hintergrund, denn wenn ich sage, ich beende meine Runde, egal wie viel Memory oder wie wenig Memory mein Gegner hätte, er startet dann automatisch bei 3. Das heißt, sollte ich meinen Gegner durch irgendeine Aktion über 4, über 3 bringen, macht es Sinn zu sagen, ich beende meine Runde, mit der weniger hat. Sollte ich ihn darunter bringen oder sollte ich ihm dadurch mehr geben, macht das natürlich keinen Sinn. Das wäre einmal die Möglichkeit, und wenn der Zähler unter die 0 kommt, auch unter 0 kann man, glaube ich, sagen. Das heißt, ich mache eine Aktion, er kommt auf von 1 auf 0, meine Runde geht noch weiter, komme ich allerdings auf die 1 meines Gegners, ist meine Runde auch beendet. So, das wäre so eine typische Runde oder eine typische Sache, die ich machen kann. Kommen wir noch dazu, wir können jetzt natürlich unseren Gegner angreifen, beziehungsweise das ist das Ziel des Spiels. Gehen wir ein bisschen näher darauf ein, wie man halt das Spiel gewinnt. Bevor wir zum Angriff kommen, eine Sache habe ich noch vergessen zu erklären, und zwar in unserer Main-Phase können wir natürlich auch so viele Optionskarten spielen, wie wir wollen, beziehungsweise wie wir können. Und hier ist halt das Besondere, also wir spielen die Karte halt, zahlen unsere Kosten, der Main-Effekt wird ausgelöst. Hier ist aber das Wichtige, wir können keine Optionskarte spielen, wenn wir nicht mindestens ein Digimon oder einen Tamer in der entsprechenden Farbe haben. Die Farbe, also bei den Digimons und so etwas, sieht man das ja auch in der Schrift, aber hier zum Beispiel um den Text Gaia Force, sieht man, dass es rot ist, dass um diese rote Karte zu spielen oder diese rote Optionskarte zu spielen, brauchen wir mindestens ein rotes Digimon oder einen roten Tamer. Ansonsten geht das nicht. Das finde ich ist ganz schön gelöst, weil sonst könnte man einfach jede Optionskarte in das Deck reinpacken und damit würden wahrscheinlich irgendwelche Broken Combos entstehen. So ist das ganz gut geregelt. Das hatte ich noch vergessen. Jetzt geht es aber wirklich zum Angriff über, beziehungsweise wie wir das Spiel gewinnen können. So, unser Hauptziel ist es natürlich, den Gegner direkt zu treffen. Wir könnten auch gewinnen, indem der Gegner keine Karte mehr im Deck dazu nachziehen, hätten wir auch automatisch gewonnen. Das wird aber, zumindest am Anfang, nicht unbedingt die Regel sein, dass wir so gewinnen wollen. Also, was machen wir? Wir fangen damit an, indem wir sagen, okay, wir greifen mit unserem Digimon an. Wenn wir angreifen wollen, müssen wir das Digimon suspenden, also tappen. In dem Fall Garudamon, wir suspenden es liegt auf der Seite. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir greifen unseren Gegner an. Oder wir greifen ein anderes Digimon an, was ebenfalls suspended ist. Damit nur dann können Digimon in der Regel gegeneinander kämpfen. Es gibt auch Digimon, die sagen können, okay, wir können auch ein Digimon angreifen, das nicht suspended ist. Das ist aber nicht die Regel, deswegen ein Digimon muss suspended sein, damit es von einem anderen Digimon angegriffen werden kann.
Da wir gewinnen wollen, sagen wir, okay, wir greifen unseren Gegner an. Was passiert jetzt? Wir greifen unseren Gegner an und er hat noch Security Cards. Security Cards sind wie gesagt Leben und Schilde, die uns direkt schützen. Das heißt, wir würden jetzt hier einen Security Check durchführen. Security Check heißt, die oberste Karte von diesem Security Pile wird aufgedeckt und dann gibt es halt drei Optionen, was da kommen kann. Es kann ein Digimon sein, es kann eine Optionskarte sein oder eine Themakarte. Und je nachdem, was dabei herauskommt, wird das Ganze natürlich unterschiedlich behandelt. Gehen wir davon aus, wir greifen unseren Gegner an, Security Check wird durchgeführt und wir decken ein Digimon auf. In dem Fall Greymon. Wird ein Digimon aus dem Security Check oder im Security Check aufgedeckt, kämpfen diese beiden Digimon gegeneinander. Beim Digimon-Kampf gilt, der mit der höheren Zahl gewinnt. In dem Fall wären wir das mit Garudamon 7000 zu Greymon 4000. Und Digimon, die im Security Check aufgedeckt werden, werden, ich sag mal, nicht normal behandelt. Das heißt, die Effekte, die darauf gelten, werden nicht, ja, es gelten halt die normalen Effekte nicht für die. Das heißt, ich kann meinen Effekt nicht aktivieren, wenn es irgendwas Besonderes an dem Digimon ist. Auf der anderen Seite kann dieses Digimon, Greymon hat in dem Fall jetzt keinen Effekt, aber könnte seinen Effekt auch nicht auf mich anwenden. Wie gesagt, es geht nur um den Kampf. Wir hätten diesen Kampf jetzt gewonnen und die Security-Karte, in dem Fall das Greymon, kommt dann halt auf den Trash-Pile. Was ist hieran das Besondere an der Sache? Prinzipiell, wenn ich mit einem Digimon angreife, könnte das gegnerische Digimon stärker sein und könnte mein Digimon besiegen. Der Security-Check ist trotzdem durchgeführt worden, der Gegner hat sozusagen ein Leben weniger, aber mein Digimon, mein Attacker, ist damit auch besiegt. Und das Ganze gibt dem Ganzen natürlich auch noch eine Art Glückssache, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber auf der anderen Seite kann man damit auch super Comebacks machen, wenn man sich das Ganze mal so überlegt. Durch so etwas kann ich halt den Main-Attacker meines Gegners ausschalten und kann ihn sozusagen verkrüppeln. So, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir eine Themakarte aufdecken. Themakarte, wie gesagt, dann würde sich jetzt und der Security-Effekt aktivieren. Und in dem Fall könnte unser Gegner den Teil einfach ausspielen, ohne die Kosten zu zahlen. Hat auch einen gewissen Vorteil und der Security-Check ist hierbei dann auch durchgegangen. Das Leben ist sozusagen weg von unserem Gegner. Ja, das war es eigentlich zu der Sache. Jetzt kommen wir noch zu der letzten Option, die sein könnte, und zwar, dass wir im Security-Check eine Optionskarte aufdecken. Optionskarten haben meistens, ich sag mal, gemeine Effekte unten drauf. Das sehen wir halt hier. Wir haben halt die Gaia Force bzw. Terra Force. Und wir sehen oben, der Main-Effekt, wenn wir die in unserer Main-Phase spielen würden, ist Delete one of your opponent's Digimon. Das ist ein sehr starker Effekt. Wir vernichten einfach ein gegnerisches Digimon. Und was sagt der Security-Effekt, wenn wir sie aufdecken? Aktiviere den Main-Effekt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir das jetzt gemacht hätten, könnte unser Gegner sagen, okay, Garudamon ist besiegt. Unser Attacker ist dann weg. Doof gelaufen. Security-Check ist durchgeführt worden. Der Gegner hat trotzdem ein Leben weniger. Aber wir haben halt auch das Nachsehen in gewisser Weise. Es gibt noch andere Effekte, andere sagen, jo, nimm die Karte auf die Hand, mach dies, das, jenes, es kommt auch immer von der Farbe, es kommt auch immer auf die Farbe an, dazu kommen wir, wie gesagt, in späteren Videos. Das sind die drei Optionen, die wir halt haben. So, wie gesagt, es wird halt immer ein Security-Check durchgeführt und wenn es Karten gibt oder Effekte, die sagen, dass man mehr als einen Security-Check machen soll, werden die trotzdem nacheinander durchgeführt. Das heißt, auch wenn ich sagen würde, wir checken zwei Security-Cards, wird erst die erste gemacht, das Ganze wird so abgehandelt, wie wir gerade gesagt haben. Danach, wenn mein Digimon dann sozusagen noch überlegt hat, wird der zweite Security-Check abgehandelt und so weiter und so fort. Nach dem fünften Security-Check oder nachdem die fünfte Security-Card meines Gegners weg ist, hat er kein Leben mehr. Und wenn ich danach einen Angriff ausführe auf meinen Gegner, habe ich das Spiel automatisch gewonnen, wenn dieser Angriff durchgeht. Das heißt mit anderen Worten, ich könnte auch mit, hier als Beispiel, wenn mein Gegner kein Leben mehr hat oder keine Security-Cards mehr, könnte ich unten auch mit dem Argumon theoretisch gesehen angreifen. Die Stärke ist hierbei egal, es geht wirklich nur um den normalen Angriff. Und wo wir gerade noch beim Thema Angriff sind, beziehungsweise ich Argumon hier reingebracht habe, das Breeding Area ist sozusagen eine sichere Zone. Solche Effekte oder generell Effekte können auf dieses Feld oder dieses Area nicht angewandt werden, es sei denn, es steht explizit auf der Karte. Ich habe so eine Karte noch nicht gesehen, das heißt mit anderen Worten, man kann hier sozusagen ein starkes Digimon hochziehen und es dann erst rausholen, wenn man wirklich sicher ist. Auch nochmal sehr, sehr interessant. Um auf das Beispiel von uns zurückzukommen, hätten wir die Gaia Force aufgedeckt, könnte unser Gegner nicht sagen im Security Check, okay, delete ein Digimon deines Gegners. Er könnte nicht Argumon nehmen, Argumon ist im Breeding Area und das ist somit sicher. So, wie gesagt, das sind halt die Möglichkeiten, wie wir gewinnen können. Und wie wir auch schon gesagt haben, die Runde endet halt, wenn
wenn ich halt sage, okay, die Runde ist beendet, oder wenn ich halt mit meinem Memory auf dem Memory Gauge über 0 komme, beziehungsweise auf die 1 meines Gegners. So, und das Ganze wird halt, wie gesagt, so gespielt. Runden werden immer gleich aufgebaut, sind immer gleich aufgebaut, werden immer gleich abgehandelt. Und bis wird so lange gemacht, bis halt einer der beiden gewonnen hat. Und so ist das Spiel im Groben aufgebaut. Ich hoffe, ich konnte es euch etwas näher bringen und euch dafür auch in gewisser Weise begeistern und sozusagen ein Feuer schüren, dass ihr mehr darüber erfahren wollt. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie nach bestem Gewissen, nach bester Möglichkeit beantworten. Und damit machen wir hier einen Cut und schauen uns das nächste Mal die ersten drei Farben der verschiedenen Digimon genauer an. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!